Es ist 5:45 Uhr morgens, als wir auf dem Parkplatz der Pischerbahn an der Flüeler Passstraße eintreffen. Wir sind das erste Auto an diesem Morgen. Bei angenehmen minus 3 Grad machen wir uns auf den Weg. Unser Ziel ist das Pischerhorn, 1200 Meter höher als unser Ausgangspunkt. Nach 20 Skitouren mit meist recht ordentlichem Pulverschnee ist die heutige Tour die erste auf Firn. Auf dem hartgefrorenen Schnee kommen wir gut voran und erreichen nach 1,5 Stunden die Bergstation der Pischerbahn. Nicht nur wegen der frühen Stunde, sondern auch wegen des Stopps des Skibetriebs durch das Coronavirus ist es menschenleer. Vom Pischergrat queren wir, ohne zu viel Höhe zu verlieren, durch Nordhänge. Die Lawinengefahr schätzen wir als gering ein, da sich die meisten Hänge schon entladen haben. Nach kurzer Zeit erreichen wir wieder das sichere Terrain der nach Süden orientierten Firnhänge und die Sonne schiebt sich über den Grat. Auf dem Gipfelgrat angekommen, blicken wir hinüber zum Flüeler Schwarzhorn und zum Pitzkesch. Von hier aus fehlen uns nur noch wenige Meter bis zum Gipfel, den wir kurz vor 10 Uhr erreichen. Jetzt heißt es erst einmal warten, bis die kräftige Märzsonne die südlich exponierten Hänge aufgesulzt hat. So gesehen sind wir eine Stunde zu früh dran. Aber bei Frühjahrsskitouren ist man besser zu früh als zu spät unterwegs. Um 10:30 Uhr entscheiden wir uns zur Abfahrt, obwohl der Gipfelhang noch nicht aufgefirnt hat. Wir nehmen den harten Schnee im Gipfelhang in Kauf, um weiter unten auf ideale Firnverhältnisse zu stoßen. Als Abfahrt wählen wir nicht unsere Aufstiegsspur, sondern das Matlis-Täli, das in südwestlicher Richtung direkt vom Gipfel zur Flüeler Passstraße führt. Hang für Hang werden die Verhältnisse schöner und es wird Zeit, die Kamera auf den Gimbal zu montieren, um ein paar dynamische Shots zu erhalten. Ohne Pause schwingen wir im idealen Zeitraum die Firnhänge hinunter und stehen bald oberhalb der Flüeler Passstraße. Noch ein paar letzte Schwünge und wir stehen an der Straße, die wir etwas ungewöhnlich überqueren.
Auf der anderen Straßenseite angekommen, geht es nun fast ohne Schwierigkeiten zwischen Flühlerbach und der Flühlerpassstraße zurück zum Auto.